Hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Technische Gründe, unten läuft die Heizung wie blöd, deswegen muss ich jetzt mal im Arbeitszimmer. Ich bin übrigens auch gerade am Rumräumen, deswegen viel leeres Regal. Eigentlich soll das nicht so aussehen, aber wie gesagt, gerade am Rumräumen. Ja, total lange überfälliges Dankeschön-Video. Zwei reguläre Sachen, die will ich jetzt in diesem Video zusammenfassen. Dann mache ich nochmal ein extra Dankeschön-Video für was Krasses. Aber jetzt erstmal die zwei regulären Sachen, über die ich mich aber nichtsdestotrotz auch sehr gefreut habe. Wirklich toll. Vielen, vielen herzlichen Dank schon mal. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Jetzt müsst ihr reagieren. Bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch noch was vergessen. Aber ich krieg's leider einfach wirklich nicht mehr auf die Reihe. Es war so viel los und dann war da noch Grönland dazwischen und dann habe ich irgendwie den Überblick verloren. Was, wann, wie, von wem gekommen ist. Also, falls jemand das Gefühl hat, ich hätte es vergessen, dann bitte nochmal schreiben, gerne nochmal meckern, dann mache ich auch dazu selbstverständlich noch ein entsprechendes Dankeschön-Video. Ich habe ja wirklich den Anspruch, mich immer per Videojöchen dann nochmal zu bedanken, wenn ich was geschenkt bekomme. Ich denke, euer Anspruch ist es nicht, mir was zu schenken, weil ihr dieses Video sehen wollt. Das haben jetzt viele von euch nochmal betont. Insbesondere da ich, und das möchte ich jetzt nur noch mal kurz erwähnen, das ist eine Sondererwähnung sozusagen. Ich hatte mal was geschenkt bekommen. Jetzt fühlt sich bestimmt eine bestimmte Person angesprochen, wenn sie das jetzt vielleicht zufällig sieht. Falls, ne? Muss ja nicht zwingend. Zu dem ich kein Dankeschön-Video gemacht habe, sondern stattdessen ein Video gemacht habe, weshalb ich gerne keine Werbung machen möchte auf meinem Kanal. Die entsprechende Person, die sich angesprochen fühlen soll, fühlt sich jetzt bestimmt angesprochen. Und ich hatte danach ein schlechtes Gewissen, wirklich, weil ich kein reguläres Dankeschön-Video zu dieser einen Sache, die ich damals bekommen habe, die großartig ist, die ich sehr, sehr, sehr gerne benutze an dieser Stelle, möchte ich das nochmal betonen, machen konnte oder wollte. Und ich hatte echt ein schlechtes Gewissen. Und jetzt habe ich von der gleichen Person nochmal was gekriegt. Und das bedeutet, die Person ist mir nicht böse. Und deswegen war ich extrem erleichtert und auch das jüngere Geschenk wirklich ganz, ganz toll. Und ich freue mich da sehr drüber. Und wir haben es auch schon sehr sinnvoll benutzt, also beides. Auch Evelyn war da dabei und ich sage nur so viel, es ist etwas, worauf man kochen kann. Und lecker Stockbrot haben wir schon gemacht, lecker Würstchen haben wir schon gemacht. Das Ding kann ich sogar hinten auf meiner kleinen Terrasse benutzen. Das ist streng genommen wahrscheinlich nicht ganz legal, aber egal, geht trotzdem. Und man muss also gar nicht zwingend in den Wald rennen, wenn man sich die einzig wahre Bratwurst machen möchte. Und die einzig wahre Bratwurst ist nun mal vom Holzfeuer. Nicht vom Holzkohlegrill, sondern vom Holzfeuer. Ah, wichtig. Am besten am Stock. Also, gut, natürlich nur meine Meinung, aber das wollte ich nur mal kurz noch dankend erwähnen. Nur für den einen, der sich eingesprochen fühlt. Ja, dem Rest kann das ja völlig wurscht sein. So, jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Und wie gesagt, es gibt dann noch ein extra Dankeschön-Video, Kategorie Kamera. Die entsprechende Person fühlt sich hoffentlich auch angesprochen. Ich brauche da noch einen kleinen Moment für. Ich weiß, es ist auch schon ewig lange her, aber an dieser Stelle vielleicht einfach die Vorankündigung. Ich habe noch einen Haufen interessantes Kamerazubehör zum Ausprobieren gekriegt. Ich bin noch am Ausprobieren. Es ist einfach so viel und ich habe nicht so viel Zeit zum Rumtesten und nehme gerne nach wie vor die Kamera, die jetzt hier gerade auch aufnimmt, weil ich einfach weiß, das Ergebnis ist okay und ich weiß, was das Ding tut und ich muss mich nicht weiter darum kümmern. Und es ist einfach momentan für mich, für die Arbeitspraxis einfacher. Ich habe aber jetzt auch eine Alternative, was auch sehr beruhigend ist, sollte dieses Ding kaputt gehen, ja, ne? Was ich nicht hoffe, was ich wirklich nicht hoffe, aber sollte es passieren, dann muss ich mich nicht gleich wieder in finanzielle Umkosten stürzen, um mir eine neue, teure, vermutlich Kamera zuzulegen, sondern habe dann auch eine Alternative und sogar zwei Alternativen, aber ja, das ist dann sehr, sehr beruhigend, die Situation. Ne? So, aber dazu kommt noch was. Es ist einfach wirklich von der Komplexität her so, dass ich erst was dazu erzählen möchte, wenn ich wirklich absolut auch was dazu zu sagen habe. Klar hätte ich auch gleich ein, boah, ich bin geflasht machen können, aber ich möchte gerne ein was dazu zu sagen haben Video. Ist für mich lieber, ist mir lieber. Und da der entsprechende Schenkende, herzlichen Dank, geschrieben hat, ich soll in Ruhe ausprobieren. Ich denke, ich bin halt einfach dann, wenn ich was in Ruhe tue, dann dauert das.
So, aber jetzt, vor ein paar Wochen gefühlt, so lange ist es glaube ich noch gar nicht her, aber oh, schon ein Weilchen, kam dieses Ding. Das ist, wenn man es umdreht, kann man es vielleicht, kann es jemand erkennen, das ist die ultraleichteste Schäufelchen, das ultraleichteste Schäufelchen auf dem Outdoor-Markt, was man derzeit gerade kriegen kann. Die Ultralight-Schaufel von aus, ich glaube, das ist von irgendwelchen Amerikanern, made in Colorado, ja, bei The Tent Lab kommen. Habe ich schon mal gesehen bei verschiedenen amerikanischen Survival und Trekking und so weiter und so fort. Leute, die sowas alles gerne auch einfach als Statement mitnehmen, egal wie ultraleicht die sind und egal wie sehr die davon überzeugt sind, dass sie ihr Löchlein zum Notdurft verrichten, auch mit einem Trekkingstock ausheben können oder mit einem Stock, der da am Wegesrand liegt oder einfach einen Stein umdrehen, der dann eine Kuhle hinterlässt und dieses verwenden oder sonst irgendwie. Man kann sich da schon helfen, aber als Statement wollen die auf ihren Touren künftig, haben einige gesagt, gerne mindestens diese Schaufel dabei haben. Die wiegt gefühlt nix. 17 Gramm wiegt die. Und das tut nun wirklich nicht weh. Und wenn du so eine Schaufel dabei hast, dann zeigst du einfach den anderen Leuten, insbesondere wenn du ein YouTuber bist und eben dein Kram filmst und so weiter, bei allen möglichen Gear-Vorstellungen, was hatte ich auf welcher Tour und so weiter und so fort dabei, diese Schaufel, dann ist es einfach ein Statement zu, vergrabt verdammt nochmal eure Hinterlassenschaften. Das sieht nicht schön aus. Ja, insbesondere nicht das Klopapier. Ich kann da aus Grönland nochmal berichten, die eine Sache, die wirklich an Müll rumlag, war Klopapier. Weil die Leute einfach denken, ach, das verrottet ja oben in der Arktis in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren oder sowas. Ja, also Klopapier lag da wirklich irre viel rum. Sonst überhaupt kein Müll, Plastikmüll, nix, sonstiges Papier auch nicht, aber Klopapier. Und Klopapier braucht länger zum Verrotten als die eigene Hinterlassenschaft. Zwar sieht Klopapier nur schlecht aus und ist fürs Ökosystem relativ irrelevant. Die Hinterlassenschaft kann fürs Ökosystem deutlich relevanter sein, aber es stört auch den Naturgenuss von anderen Leuten sehr, wenn man dauernd über diese weißen Blümchen, die da durch die Landschaft fliegen, stolpert. Ne? Deswegen 17 Gramm. Und dann hat man eine schöne Schaufel, dann kann man sich problemlos sein Löchlein graben. So akut, ja, wenn es mal richtig dringend ist. Okay, gut, ja, gibt also durch oder Notfälle, wenn man so möchte, soll ja schon vorgekommen sein. Aber ich denke, in 99% der Fälle, wenn man draußen sein Löchlein gräbt, dann kann man das auch mit so einem Schäufelchen tun. Und ich hatte die noch nicht. Ich finde die toll, sehr raffiniert. Gebrauchsanweisung liegt übrigens auch bei, finde ich auch sehr witzig. Man soll mit dieser Seite das Ganze ein bisschen vorlockern, die Erde. Ja, also die eigentliche Schaufelhälfte halten, dann mit dem Griff hier so ein bisschen vorlockern und dann mit der eigentlichen Schaufel das große Loch ausheben und dann ist das Loch hoffentlich auch groß genug für den entsprechenden Zweck. Ne? Jo, ich will ja grundsätzlich meine Schenkenden immer anonym halten, aber in diesem Fall möchte ich nur kurz erwähnen, wo das Geschenk herkommt, nämlich aus Freising. Daher herzliche Grüße zurück nach Freising. Ja, das freut mich sehr, dass da offensichtlich alle Häuser noch stehen und dass ein Geschenk aus Freising mich mal erreicht. Und vielleicht auch das darf ich, denke ich, verraten, ohne irgendwelche Anonymität zu zerstören. Da hat sich ein junger Mensch entschieden, Forstwirtschaft jetzt auch studieren zu wollen. Ich glaube, Forstwirtschaft war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Unter anderem auch inspiriert durch meine Videos. Und das ehrt mich natürlich sehr. Dann hoffe ich, dass das dir viel Spaß machen wird. Vielen, vielen, vielen Dank für die Schaufel. Da freue ich mich sehr drüber. Und viel, 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 viel Spaß im Studium. Lass dich bloß nicht von den Prüfungen zu sehr ärgern. Möchte ich vielleicht noch als kleinen Tipp mitgeben, wenn es dich interessiert. Und versuch einfach auch ein bisschen abseits von dem, was du für die Prüfungen lernen musst, ein bisschen was zu lernen, was dir einfach Spaß macht. Das ist wichtig. Man muss einfach eine gewisse Begeisterung fürs Thema aufbauen. Und ich glaube, das Schwierigste beziehungsweise das Dümmste, was man heutzutage als Student machen kann, ist es, wenn man sich nur auf die Prüfung vorbereitet und alles andere einfach ins Hirn reinfrisst, um es in der Prüfung auszuspucken und wieder zu vergessen. Das bringt nichts, das ist nicht hilfreich, wenn man später einen Job braucht, das ist nicht hilfreich, wenn man sich später im Wald steht und sich an das, was man gelernt hat, erinnern möchte. Das ist einfach schade dann einfach drum. Und tendenziell würde ich, so habe ich es damals gemacht und
Ich habe zuerst gedacht, das war falsch, aber langsam sehe ich, es war vielleicht doch nicht so falsch. Würde ich hier und da mal ein bisschen schlechter in der Prüfung abschneiden riskieren, aber dafür nachhaltig gelernt haben. Ja? Es gibt ja oft die Möglichkeit, dass man an Altklausuren rankommt oder sonstige Möglichkeiten findet, die Prüfung sich ein bisschen leichter zu gestalten. Und dann macht man das und dann kann man aufgrund dessen der Möglichkeiten, die man genutzt hat, um sich eine Prüfung leichter zu gestalten, sage ich jetzt mal vorsichtig, da durchaus eine sehr gute Zensur erzielen, aber hat wirklich nicht unbedingt viel Ahnung vom Thema. Und ich möchte dir einfach wirklich so als kleinen, wohlmeinenden Rat, weil ich ein alter Klugscheißer bin, mit auf den Weg geben. Mach das ruhig, aber lern auch richtig. Ja? Also schon auch so lernen, dass der Stoff sitzt. Und dann kannst du so viel in der Prüfung, in Anführungszeichen, bescheißen, wie du möchtest. Das tut ja niemandem weh, aber du musst es auch können. Das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Also können auf Zweierniveau in der Prüfung von mir aus eine 1 schreiben, aber das können auf Zweierniveau dann auch bis es auf Dreierniveau vergessen wurde, mit in den Wald nehmen, wenn du dann fertig bist mit dem Studium. Das möchte ich wirklich als guten Ratschlag mitnehmen, nicht verrückt machen lassen, es mit Party machen auch nicht übertreiben. Studentenleben ist gerade in den ersten Semestern sehr verlockend, was das Party machen und so weiter und so fort angeht. Man kann gerade auch in den ersten Semestern sich sein Studium unwiederbringlich ein bisschen zerbomben, indem man dann nur Party macht. Gut, aber je nachdem, an welche forstliche Hochschule du gehst, gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten zum Party machen. Schlimmer als in Freising kann es nicht werden, ne? Quatsch. Nein. Es kann schlimmer als in Freising werden, das geht. Geh mal nach Tharandt. Also, du hast, ich glaube, schon für irgendwas entschieden gehabt. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, habe deinen Brief, ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr nochmal aktuell gelesen. Ja, aber ich wünsche dir, wie gesagt, viel Spaß und das freut mich echt. Das ehrt mich zutiefst, dass ich da beigetragen habe zur Studiumsentscheidung. Viel Spaß. So, nächstes Ding war dieses Paket hier. Steht auch schon ewig lange rum. Tut mir wirklich leid. Ach ja. Im Grunde wäre es ja einfacher, wenn ich eine kurze E-Mail schreibe, ist angekommen, vielen Dank und so weiter, aber ich möchte halt gerne das Video drehen und wie man es macht, ist irgendwie doof. Kienspan, vielen Dank, vielen Dank. Man sieht, der ist schon ein bisschen gebraucht, ne? Den haben wir neulich für ein kleines besagtes Terrassengrillfeuerchen zur einzig wahren Wurstherstellung genutzt. Kienspan kann ich wirklich eigentlich im Grunde, ne? Man möchte eigentlich mal gerne in einem Kiefernschlafzimmer, insbesondere mit einem noch harzigeren Kiefer als unsere Einheimische, übernachten. Ich war einmal in den Alpen in einer Arvenstube übernachten, in einer Jugendherberge in der Schweiz. Wo war denn das? Graubünden war das. Und eine Arvenstube, also ein Zimmer, das komplett mit Arvenholz ausgekleidet ist. Sämtliche Wände, der Fußboden, die Decke, alles mit Arvenholz. Arve auch als wie heißen die noch? Anderer Trivialname, wie war es denn? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber könnt ihr so googeln. Pinus Zembra. Jedenfalls, das riecht so intensiv und man schläft so gut. Und dem wird wirklich eine schlaffördernde Wirkung nachgesagt, diesem Geruch von dem entsprechenden Harz. Ich hoffe, wenn ich genug Kienspan bei mir ansammle, klappt das bei mir auch. Nur am Rande angemerkt. Ihr kennt das. Ja, bla bla bla. Achso, da ist noch mehr Kienspan. Selbstverständlich ist da noch mehr Kienspan, ja. Dann ein schönes Feuerzeug. Ich gebe zu, ich war bis vor kurzem kein großer Freund von diesen Piezo-Zündungen oder wie auch immer das heißt, Big-Feuerzeugen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, diese Piezo-Dinge halten nicht so lange. Bin sehr überzeugt durch dieses Ding sehr. Ich werde es einfach mal in den Praxistest nehmen. Und für mich einfach mal selber so ein bisschen rumprobieren, ist das nicht vielleicht doch praktischer oder irgendwie sonst wie. Angeblich können die auch nass werden und gehen dann immer noch, das weiß ich nicht, das werde ich aber auch mal ausprobieren. Das ist ab sofort mein Piezo oder wie auch immer Zündung Testfeuerzeug in schönem Grün. Vielen herzlichen Dank. Davon abgesehen, wir gehen langsam wirklich die Feuerzeuge alles aus. Also war das sehr passend. Doch, sehr praktisch. So, dann haben wir hier einmal Dinkelcracker Sesam.
die nehme ich einfach mit auf nächste Führung. Jetzt am Wochenende ist nächste Führung und dann nehme ich die jetzt einfach mit und werde die dann vertilgen. Hat schon lange überlegt, wo kann ich denn die mal am besten sinnvoll verwenden, und spätestens jetzt ist eine gute Gelegenheit gekommen. Ich lege sie mir hier mal extra zur Seite, damit ich das auch nicht vergesse. Des Weiteren habe ich hier noch so ein paar leckere Riegel, die auch für so einen Zweck sehr wunderbar geeignet sind. Hochschlittenhappen, Mandel, Vanille und nochmal, klingt lecker. Klingt sehr lecker. Was ist denn da drin? Moment. Mandeln, Rohzucker, Honig, Obladen. Na, die sind ja perfekt für mich. Die heißen zwar Fruchtschnitte, ist aber keine Frucht drin, sondern nur Mandel, Zucker, Honig und ja, ansonsten noch ein bisschen, sagen wir mal, Backerzeugnis. Klingt nach was für mich, ja. Vielen herzlichen Dank. Wenn Mandeln Früchte sind, dann mag ich ab sofort auch Fruchtschnitten. Und sehr lecker auch immer, also Hafer kann man mir immer, macht man mir immer eine Freude, einen Haferriegel von Alnatura, auch zweimal übrigens das Ganze. Dann haben wir hier nochmal ein Parakörtchen. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das, stimmt das war, stimmt, das ist ein Special Parakord. Hier einmal so ein kleiner Anhänger für den Schlüsselbund, sehr praktisch, danke. Und finde ich auch wirklich toll, habe ich auch lange mit geliebäugelt, also deswegen freue ich mich umso mehr. Das ist so ein Special Paracord, da sind die üblichen Paracord-Stränge drin und, Moment, ah ja, ist schon zu sehen, diese braune Schnur, und die ist Zunder. Ich glaube, das heißt Firecord oder sowas. Man kann also aus dem Paracord einfach diese braune Strippe rausziehen und die ist halt eben tippitoppi brennbar. Wir machen das einmal kurz als Test. Dankenswerterweise ist ein Feuerzeug herbeigefügt. Wenn ich jetzt hier das Arbeitszimmer abbrenne, kriege ich Ärger. Ja, funktioniert prima, ne? Quasi wie so ein Docht. Toll, freut mich sehr. Vielen Dank auch dafür. Und wir haben ein Töpflein mit... Ah, shit, jetzt habe ich den Brief nicht mehr griffbereit. Es war... Genau, war Mückenschutz. Mücken, alternativer, natürlicher. Oh, riecht auch echt gut. Mückenschutz. Riecht so ein bisschen wie der normale Mückenschutz, den man kennt, also so Autan und solche Sachen. Ich hatte leider, wir hatten ja in Grönland überhaupt keine Mücke. Ich hatte noch überlegt, ob ich das mit nach Grönland nehme. Gut, dann natürlich. Entschuldigung, aber nicht im Glas. Aber so, also so jetzt für den Alltag, jetzt für uns in Deutschland, ist das natürlich tippitoppi. Hab auch vergessen, woraus das besteht, leider. Tut mir leid. Aber riecht wirklich hervorragend. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass das hilft. Ich werde es ausprobieren. Ich bin bisher nicht überzeugt von Selbstmacht-Mückenschutzmitteln. Und du hast jetzt die exklusive Möglichkeit, mich vom Gegenteil zu überzeugen. bin da durchaus gerne bereit, meine Meinung zu ändern. Vielleicht hilft es ja, ne? Aber freue mich auf jeden Fall super über die Gelegenheit, das mal ausprobieren zu können, weil man zuvor wieder mal selber was zusammenzumixen. Weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht, werde ich erst recherchieren müssen. Dann haben wir hier noch so eine schöne Dose. Die Dose ist allein schon mal toll. Ja, sehr schöne Dose. Ich mag ja so Dosen. Und da gibt es Schnur drin. Schnur. Das ist auch toll. Ist das jetzt irgendeine Special-Schnur? Aber super, dass man sich einfach, den kann man aus der Dose so viel rausziehen, wie man haben möchte, abschnibbeln und wieder in die Dose und so weiter. Dann gibt es keine Knotenbildung und sonst was. Das ist natürlich toll. Sieht sehr hochwertig aus, sehr stabil. Ich bin mir sicher, ich werde eine angemessene Verwendung dafür finden. Ist die auch brennbar? Ein bisschen bestimmt. Ich will jetzt nicht alles anzünden. Ja, also auch dafür vielen, vielen Dank. So. Und, achso, das habe ich gesagt, Paracord und der Anhänger dazu. Hier nochmal so eine tolle, wasserfeste, verschließbare Dose, wo man alle möglichen Krempel drin aufbewahren kann. Drin ist nichts, das mache ich auch nichts. Kann ich auch sehr gut brauchen. Vielleicht für Tabletten oder irgendwie sowas, wenn man da das Ganze ins Medizinset macht. Oder für Zunder, erweiterte Zunderbox. Ich denke letzteres, für Zunder. Ich habe zwar an verschiedenen Orten in meiner normalen Alltagsklamotte und so weiter ja schon verschiedene Zunderlager eingerichtet. Aktuell ist gerade wieder alles leer, muss ich mal wieder nachfüllen. Nochmal so eine extra Zunderbox für den Rucksack wäre vielleicht doch hier auch nochmal wieder eine Überlegung wert.
ich habe ja oft mal irgendwas im Rucksack unten drin liegen, dann liegt es da ein paar Monate, irgendwann nehme ich es dann mal wieder raus, dann vergesse ich es wieder reinzumachen. Irgendwann muss der Rucksack auch mal leer sein, weil ich einen leer brauche und deswegen geht das ein oder andere mal wieder verloren, aber ich schmeiße mir mal wieder ein bisschen was Equipment unten rein. So, und leider muss ich gestehen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich weiß es nicht. Es kann es überhaupt nicht zuordnen. Es hat ein Innengewinde, aber irgendwie auch nicht. Das ist nämlich so leicht verschweißt. Hier, man kann es glaube ich erahnen. Dann ist hier in der Mitte so ein Fließplättchen drin. Und hier dieser Bereich, da sind auch so Fließdinger drin. Also es tut mir leid, ich habe wirklich keinen Schimmer, was ich damit machen soll. Was das kann, was das tut, hält man das so rum? Ist das ein Kerzenständerring? Entschuldigung. Nein, ich bin einfach zu blöd. Evelyn weiß es auch nicht. Mir ist auch aus deinem Brief nicht klar geworden, was ich damit genau machen soll. Also vielleicht habe ich ja irgendwann mal eine Epiphanie oder jemand schreibt in die Kommentare, was das sein könnte. Also es sieht toll aus. Es scheint auch irgendwie selbstgemacht zu sein. Ja, ich komme nur nicht drauf. Aber danke. Vielen Dank. Und ja, so ein Kerzenständerring wäre vielleicht eine Option. Oder ist es ein Kerzenständer für den Trekkingstock? Oder warte mal. Stativgewinde für den Trekkingstock? Nee. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ja, aber vielen Dank und insbesondere das Futter, das wird jetzt dann am Wochenende verzehrt. Ach so, da war auch noch eine hervorragende Schokolade dabei, die habe ich gestern Abend gegessen. mea culpa. Sonst hätte ich sie jetzt nochmal vorgezeigt. Aber ja, sie ist leider schon weg. Jo, das waren also die Bedanke-michs für heute. Der aktuelle Stand der Bedanke-michs Fortführung und mehr habe ich dann auch zu dem Thema gar nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen, insbesondere nochmal ein dickes, fettes drittes oder viertes Dankeschön an die Leute, die mir wieder was geschickt haben und ja, macht's gut.